Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen viel angefragten Adventskalender für dich und zwar geht es um den ASOS Männer-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und da wir in diesem Adventskalender nur 12 Boxen drin haben, habe ich mir gedacht, bestelle ich mir auch noch dieses ASOS Männer-Set mit dazu. Das zeige ich euch dann am Ende. Genau. So, der ASOS Männer-Adventskalender, den kann man auf asos.de für 38,99 kaufen. Und ich bin wirklich gespannt, was sich darin verbirgt. Wir fangen an. Also man konnte so ein bisschen gespoilert werden dort, ne? Aber ich finde es immer schöner, wenn man die Produkte dann in den Händen hält und dann auch lesen kann, was sie überhaupt machen. Weil Männerprodukte, da muss ich gestehen, da bin ich raus. Da kenne ich mich echt nicht so mit Pflege aus. Und genau, der kommt ähnlich wie der Frauen-Adventskalender daher. Du hast hier halt diesen Pappüberzieher quasi. Der ist deutlich kleiner, weil halt nur 12 Boxen da drin enthalten sein werden. Dann ist das hier auch wieder so eine schöne Korkverpackung. Da scheiden sich die Geister, ne? Es ist natürlich jetzt null weihnachtlich, wenn du dir so eine Box dahin stellst. Ich finde es aber irgendwie cool und du kannst es halt wiederverwenden, ne? Und das ist halt das, was ich so praktisch finde. Also klar, Adventskalender kannst du auch wiederverwenden, aber so eine Box kannst du definitiv noch besser weiterverwenden. Ja, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, so ein Countdown to Easter, also nach Ostern oder so machen möchtest oder wie auch immer. Deswegen fand ich das ganz niedlich, dass es halt auch in dieser Box wieder drin ist. Und ja, ne? Es ist ein Mini-Adventskalender. Er ist jetzt wirklich nicht groß, aber das ist nicht schlimm, denn das heißt ja nicht, dass der Inhalt weniger klein ist, sage ich mal. Wie gesagt, 12 Boxen haben wir hier drin. Auf der ersten Lage befinden sich die ersten Boxen, auf der zweiten Lage die anderen 6 Boxen. Ja. Wie bei dem Frauen-Adventskalender auch. Erste Lage die eine Hälfte, zweite Lage die zweite Hälfte. Macht Sinn. Man sollte sich nur merken, wie die Boxen drin waren, um sie auch wieder genauso reinzukriegen. Das ist gar nicht so einfach. Okay, wir starten mal mit der Nummer 1. Und ich bin wirklich auch gespannt, wie hoch der Wert vor allem von den Männerprodukten ist. Und ich denke, dass die Männer dann eher so entweder so einen Countdown to Christmas haben werden oder dass die quasi dann alle 2 Tage dann nur die Kläppchen öffnen. Ganz ehrlich, Männer sind ja nicht so pflegeintensiv wie wir Frauen. Dementsprechend, das hört sich auch blöd an, ne? Aber Männer pflegen sich nicht so viel wie wir, oder das ist jetzt auch ein Klischee, aber Männer benutzen nicht so viele verschiedene unterschiedliche Produkte wie wir, weil wir auch Make-up, Foundation und so ein Kram benutzen, wobei auch das benutzen manche Männer. Schwierig. Aber die meisten Männer im Schnitt haben nun mal deutlich weniger als ihre Frauen, oder? Ist es bei dir anders? Dann schreib mir das mal gerne unten in die Kommentare. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sprechen, von mir, von meinem Freundeskreis und so weiter. Da ist es nun mal so, dass die Männer nicht so lange sich mit sich beschäftigen als wir Frauen. Okay, erstes Produkt. Ich laber. Skin Iceland Solution for Stressed Skin. Ein Glacial Face Wash with White Willow Bark. Okay, das ist ein eine Gesichtslotion mit 30 Millilitern und das machst du dir einfach ins Gesicht und kannst damit dein Gesicht reinigen. Das musst du nicht unbedingt verwenden, nur als Mann, das kannst du auch als Frau verwenden. Hier ist Box Nummer 2. Ja. Übrigens, das Design ist schon sehr männlich, ne? Das gefällt mir auch. Das finde ich sehr, 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 sehr gut. Okay, das ist definitiv ein Männerprodukt. Men's Society, ein Bartöl aus London ist das. 50 Milliliter sind hier enthalten und das ist dann halt zur Bartpflege. Wahrscheinlich damit der Bart weicher wird und besser riecht, besser formbar ist. Das finde ich ganz gut. Sowas finde ich sinnvoll. Halt ganz normal Bartform, Bartpflege, Pflege. Ja, die Nummer 3 ist ganz schön groß. Oh ja. Das ist doch mal praktisch. Das ist ein Deo. Roll-on Deodorant. Pacific Air 50 Milliliter 31st State. Ja, das ist ein Deo-Roller. Ja. Nach der Dusche sollst du es nehmen. An dem Unterarm hier, Achselvieh. Dann soll das eigentlich erst trocknen, bevor du dich anziehst, aber das sollte man ja bei jedem Deo eigentlich beachten, weil ansonsten, ne, so kannst du halt weißen Flecken und gelben Flecken und so gut vorbeugen. Go do your thing. Geh und mach dein Ding. Das finde ich cool. Ja, ist halt ein Deo. Es ist ein Männerdeo, es riecht männlich. Also Frauen können auch Männerdeos benutzen, definitiv, aber mir persönlich würde es zu männlich riechen. Die Nummer 4 haben wir hier unten an der Seite. Das ist wirklich alles sehr, sehr schwer hier drin. Ne? Das muss man auch wirklich sagen. Das finde ich, fühlt sich so an, als wären da auch wirklich coole, große Produkte drin. Und für 38,99 sollte man das auch erwarten dürfen, finde ich. Oh, wie geil. Ja,
Ritual of Samurai von Rituals etwas. Das darf nicht fehlen. Eine Shave Cream, eine Rasiercreme mit 70 Milliliter. Das finde ich klasse. Ich liebe Rituals und ich finde, Ritual of Samurai ist ein Duft, der einfach... das ist die Männlichkeit überhaupt. Riecht jetzt hier nicht so intensiv daraus wie jetzt zum Beispiel bei der, bei dem Duschschaum oder so, aber es riecht so gut. Oh, das ist so herrlich. Ich mag den Duft. Ich finde das klasse. Kommen wir nun zu Nummer 5. Okay, hier ist ein kleines Tübchen drin. Menü. Facial Moisturizer Lift, ein Ultra Concentrate mit 15 Millilitern, ein Aftershave Balm and Moisturizer combined. Also du hast quasi eine Feuchtigkeitscreme kombiniert mit einer Aftershave-Creme, also nach Rasurcreme. Und das finde ich cool. Das finde ich cool. Up to 20 Apps. Hä? Ja. Und das ist halt wirklich ein Männerprodukt, weil Menü. Ja, riecht ganz angenehm, ne? Das ist cool. Auch alles. Es riecht alles sehr männlich. Ich kann männliche Düfte nicht so gut beschreiben. Es riecht alles männlich. So, dann schauen wir uns mal die Nummer 6 an. Hier ist es jetzt wirklich schwierig. War jetzt die Nummer 3 die Nummer 6? Also quasi das Deo, wenn man alle 2 Tage aufmacht? Oder gibt es gar keinen Nikolaus aufgrund von gibt's nicht? Schwierig bei diesen 12er Adventskalendern, finde ich, ne? Wie würdest du denn so einen Adventskalender verwenden? Wenn du einen 12er Adventskalender bekämst, würdest du den alle 2 Tage öffnen? Würdest du den nur in den ersten 12 Tagen von Dezember öffnen? Würdest du den quasi vom 12. bis 24. aufmachen? Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Ich weiß es nämlich nicht. Ne? Hier ist die Nummer 6, was ja normalerweise Nikolaus ist, aber es geht ja nicht weiter nach der Nummer 6. Also 12. Also ich bin jetzt vollkommen verwirrt. Okay. Murdoch London. Ein Beard Moisturizer mit 50 Millilitern. Das ist ein Produkt, was dir quasi in deinen Bart wieder Feuchtigkeit geben soll. Ein Bart hat ja auch von der Haarstruktur eigentlich eine ganz andere Haarstruktur als jetzt andere Haare am Körper, zum Beispiel am Kopf oder an den Augenbrauen. Ich finde, die Haare am Bart sind immer sehr, 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 sehr dick und da brauchst du dann auch als Mann eine ganz andere Pflege, als wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dir die Haare pflegen müsstest oder, keine Ahnung, die Augenbrauen oder so oder die Wimpern. Das ist ja alles von der Haarstruktur unterschiedlich. Dementsprechend ist es eine ganz coole Geschichte, dass es hier extra ein Bart-Hydratisierer gibt. Das ist cool. Die Verpackung ist sehr, sehr hochwertig, ne? Auch wenn es Plastik ist. Es ist blau, es ist echt schick. Hä? Der riecht nach Räucherstäbchen. Boah, riecht voll lecker. Das riecht wirklich, wirklich lecker. Richtig orientalisch nach Räucherstäbchen. Oh. Also das soll die Haare entsprechend pflegen und die Haut darunter auch. Ja, geil. Das war die Nummer 6. Nun kommen wir zu der Nummer 7. The Ordinary. Auch das kann auch eine Frau verwenden, finde ich cool. Hydrators and Oils, Hyaluronic Acid 2% und B5. Vegan, Hyaluronsäure, 30 Milliliter. Sollst du dir also ein paar Tropfen morgens und abends aufs Gesicht machen, bevor du dich eincremst. Es ist quasi wie ein Serum einfach zu sehen. Cool, das gefällt mir. Es ist parfümfrei und dann gucken wir uns das mal an. Ich denke, das ist halt ganz normal, wie wir halt die Produkte von The Ordinary kennen. Ja, es ist halt in so einem Glasflakon und mit einer Pipette. Also richtig schön. Ja, bei manchen Produkten, die wir Frauen verwenden, denken die Männer auch gar nicht drüber nach, dass wir quasi die Produkte auch unisex verwenden könnten, ne? Auch meine heißgeliebte Clinique All About Eyes kann ein Mann verwenden, auch wenn sie rosa aussieht. Dennoch ist sie nicht nur für Frauenhaut gemacht. Ja, das war schon die erste Lage. Mensch, das war echt schon die erste Lage. Gut, ja, nee, das sind gar nicht. Da sind nur noch 4 Kläppchen. Hä? Wo sind die 12? Ach, dahinter geht's noch weiter. Okay, hier haben wir die Nummer 8. Okay, die Kläppchen sind doch so ein bisschen durcheinander. Also das ist jetzt nicht so, wie ich gedacht hatte, dass es so nach und nach. Hier haben wir tatsächlich eine Männermaske. Award-winning British brand, Barber Pro, the Under-Eye Mask with activated charcoal and volcanic ash. Also das ist mit Aktivkohle und Vulkanasche. Ist das geil. So richtig mal Augenpads für einen Mann, ne? Hier, schön so ein Kerl mit einem Mustache. Finde ich großartig. Ein Hydrogelpflaster für unter das Auge mit Aktivkohle. Die reduzieren müde aussehende Augen. Ja, ne? So sind Eyepatches.
Aber geil, richtig geil. Den Kerl. Ich finde dieses Design echt schick, ne? Das gefällt mir. Weiter geht es hier mit der Nummer 9. House 99 bei David Beckham. Ach, cool. Albright Natural Bronzing Effect. Okay, Moisturizing Gel. 20 Milliliter. Okay, da musst du natürlich als Mann schon sehr mutig sein, ne? Dass du dir ein Produkt auf dein Gesicht gibst, was dich erbräunen lässt. Also das ist ja quasi Self-Tan, oder sehe ich das falsch? Feuchtigkeitsgel mit natürlich aussehendem Bronzing-Effekt. Ja, also hat was von der BB-Cream, ne? Also da ist dann bei meinem Freund, nee, da, das, sowas wird er nicht verwenden. Da muss man wirklich Bock drauf haben. Also ich kenne den einen oder anderen, der tatsächlich auch sowas verwendet. Also gerade auch so in Büros oder so hast du das öfters, je höher die Positionen sind oder je mehr die Leute vielleicht repräsentieren müssen, desto mehr wird dann auch vielleicht mal eine BB-Cream oder so verwendet. Ne? Das hast du tatsächlich mal öfters. Aber in meinem ganz persönlichen, privaten Umfeld kenne ich jetzt keinen, der das jetzt so verwenden würde. Da muss ich mal vorsichtig nachfragen, wer da mal Bock drauf hätte. Ist eigentlich schade, ne? Weil dieses ganze Thema Make-up und so, das kommt eigentlich eher aus der Männerwelt und ist dann zu uns Frauen gekommen. Also eigentlich haben ja damals eher die Männer die Kriegsbemalung gemacht und nicht für Frauen. Das ist irgendwann dann umgeswitcht und dann haben wir Frauen gesagt, ha, wir haben es einfach mehr drauf als die Männer und deswegen schminken wir uns einfach mehr. Keine Ahnung. Aber irgendwie ist das so dann ja gekommen. Ich find's sehr, sehr interessant, das mal so zu betrachten, ne? Und heutzutage schämen sich die Männer, wenn die vielleicht mal ein bisschen Kajal oder so verwenden oder ein bisschen Mascara oder so. Warum eigentlich? Eigentlich ist es voll schade, ne? Naja, weil durchaus gibt es sehr viele Männer, denen sowas extrem gut steht, ne? Aber gut. So, hier haben wir die Nummer 10. Rolle in meiner Hand. American Crew Fiber. Pliable Fiber with High Hold and Low Shine Cera Fibrosa. Hä? Was ist das? Offal Supplier to Men. Also das ist 50 Gramm. Das ist irgendwas nur für Männer. Aber an der Seite steht was drauf. Das kann ich mir mal kurz durchlesen. Ach, das ist für die Haare, glaube ich. So ein Haargel oder sowas? Ja, guck mal, so eine Haarpomade ist das. Oh, das riecht sehr, sehr angenehm. Mmh, das ist cool. Ja, damit kannst du quasi deine Haare formen und hast dann halt nicht so einen Schein in den Haaren drin. Okay. Hat einen starken Halt und einen und Low Shine und wenig Shine. Okay, cool. Ja. Jetzt habe ich es gerafft. So, zwei haben wir noch. Hier oben haben wir die Nummer 11. Sehr spannend, ne? Was die Kosmetikindustrie sich so für die Männer überlegt. Lab Serious Skincare for Men. Sehr geil. Oil Control Clay Cleanser und Maske. Okay, das sind 30 Milliliter. Damit kannst du dein Gesicht reinigen und gleichzeitig als Maske verwenden. Ölregulierende Reinigungsmilch und Maske mit Ton. Okay, ja, das ist cool. Die kannst du dann entsprechend drauf lassen und dann abwaschen. Hier steht jetzt nicht drauf, wie lange die drauf bleiben muss. Also da kann ich mir vorstellen, dass es nicht so lange drauf bleiben muss. Also richtig geil, ne? Da kannst du nichts zu sagen. Das finde ich richtig cool. Und jetzt haben wir noch eine Schachtel drin und das ist die Nummer 12. Die ist ganz schön groß. Was sich darin wohl verbirgt, auch irgendwie eine Maske oder sowas. Von L'Oreal Men Expert. Okay, jetzt für eine 12, beziehungsweise ist ja dann die 24 nicht so ultra, ne? Hydra Energetic Hydra Energy. Das ist eine energiespendende Tuchmaske und Männer brauchen das ja, ne? Nur 5 Minuten und schon hast du alles schick. Finde ich super. Ja. Ist cool. Wenn die dann auch orange ist, das würde ich voll feiern, ne? Cool. Mit Taurin. Oh, dann riecht mein Freund wie ein E-Drink. Doch, der Inhalt von dem Adventskalender hat mir ganz gut gefallen. Das muss ich wirklich sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vorbeizuschauen. Man muss halt wirklich jemand sein, der auch mal so ein bisschen experimentierfreudig ist und sagt, okay, ne, ich bin jetzt nicht so ultra pflegefaul, sondern probiere dann vielleicht auch mal eine Gesichtsmaske aus oder so. Dann ist dieser Adventskalender mega gut. Oder vielleicht, wenn man als Frau seinen Freund so ein bisschen drauf hinstupsen möchte, so, hey, Schatz, wollen wir nicht mal vielleicht zusammen, zusammen ein bisschen Pflege machen? Ist eigentlich auch mal ganz cool, ne? Ja, ich blende hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke schon, dass wir da recht hoch liegen werden. Also 38,99 kostet der Kalender.
Weiß ich nicht, was das kostet. Ob wir da irgendwie um die 100 Euro liegen vom Wert her, kann ich mir wohl vorstellen. Wir wollten uns ja noch das Männerpflegeset von ASOS angucken. Das hat 13,99 € glaube ich nur gekostet und habe ich einfach mit reingelegt, weil ich da Bock drauf hatte. Achso, der Karton ist schon mal ganz niedlich. Vielleicht kann man das so als Einstieg in den Adventskalender nehmen, so ein bisschen, um zu testen, ob der Mann überhaupt Bock auf Pflege hat. Ich weiß nicht, das war so eine Idee von mir, ne? Dass man das gegebenenfalls machen könnte. So, wenn man die Box aufmacht, hat man hier erstmal Go Play. Hier hinten so ein bisschen Informationen draufstehen, wie man was vielleicht anwenden könnte. Ja, so ein bisschen teasern, ne? Aber es ist halt auf Englisch. Ja, das sind von Nischen Marken Produkte hier enthalten. Und dann haben wir so ein pastellgrünes Seidenpapier, was wir zur Seite klappen können und dann die 5 hübschen Produkte enttarnen. Also es ist so ein bisschen Beautybox-Charakter, ne? Ein bisschen wie so eine Blackbox-Men oder Glossybox-Men, fand ich ganz interessant. Als erstes haben wir hier von einer Marke, die wir schon im Adventskalender hatten, die 31st State 100 ml von dem Style and Shape Hair Putty. Ja, also das ist etwas, um die Haare entsprechend zu pflegen. Okay, du machst es dann quasi dann so in die Haare rein massiert, gedönsen, damit die und dann die Haare natürlich trocknen lassen und dann go do your thing. Okay, von diesem Menü haben wir hier nochmal eine Shave Cream, eine Rasiercreme mit 15 ml und das ist halt entsprechend zum Rasieren, damit du dich besser rasieren kannst als Mann. Ja, ne? Sowas finde ich immer ganz praktisch. Ich benutze auch Rasierprodukte oder halt ganz normal, ne? Body, hier, wie heißt das Ding denn? Duschgel. Genau, ja. Fand ich auch ganz, oder finde ich auch ganz interessant dann. Was ich richtig witzig finde, haben wir hier eine Creme drin, beziehungsweise ein Cleansing Gel von Emma Hardy, Moringa Light. Und das hatte ich tatsächlich auch schon mal in der Frauenbox mit drin. Ne? Sowas finde ich echt witzig. 15 ml sind hier enthalten und das ist wirklich dann scheinbar ein Unisex-Produkt. Denn auch Männer müssen ihr Gesicht reinigen. Finde ich auch voll wichtig. Das ist noch verschlossen, aber ich finde, dass es schon ein bisschen zu sehr ins Weibliche riecht. Dann habe ich hier, das finde ich interessant, Mr. Nutty Men's Skincare Urban Protection Moisturizer. Okay, das sind 75 ml von einem Gesichtscreme-Produkt, hätte ich jetzt gesagt. Includes Vitamin E. Ja, das ist für alle Skin-Types geeignet, für alle Hauttypen geeignet. Und hier haben wir die Tube. Das sieht schön aus, das gefällt mir. Wir haben ja tatsächlich hier bei uns im Leben ein Urban Living. Das heißt, wir haben diese ganze Städtisierung, dass wir alle mehr in die Städte wandern und da halt auch entsprechend wohnen. Ne? Dadurch haben wir auch den ganzen Smog, dem wir ausgesetzt sind. Ich habe es hier Gott sei Dank nicht, weil ich hier echt auf dem Land wohne. Wenn du so in Städten, in Berlin, in, keine Ahnung, München oder so wohnst, hast du natürlich viel, viel mehr Umweltbelastung durch Autos, die entsprechend dann ja auch in der Luft liegen, wodurch deine Haut natürlich vorzeitig altert. Und ich denke, dass das dieser Urban Protection Faktor ist, der da enthalten ist, dass du quasi gegen diese ganzen Umwelteinflüsse beschützt werden sollst. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas nachweisen soll. Ganz ehrlich, keine Ahnung, wirklich nicht. Aber wenn das draufsteht und wenn es das machen soll, dann hoffen wir einfach mal, dass es wirklich wirkt, ne? So, und als letztes haben wir hier eine Folientuchmaske, Skin Renewing Foil Mask von Barba Pro with Hyaluronic Acid and Q10. Also das ist quasi mit Hyaluronsäure und Q10 eine Folien-Gesichtsmaske. Ich stehe da drauf. Ich weiß nur nicht, ob die Männer das genauso tun wie ich. Aber ich find's richtig, richtig cool. Ja, auch von dieser Box blende ich hier mal den Gesamtwert ein. Ich denke, auch da liegen wir so bei 40, 50 Euro. Keine Ahnung. Also ich finde jetzt beides ziemlich cool, ne? Sowohl den Adventskalender als auch diese Beautybox for Men, also für den Mann an sich. In Relation gesehen sind die Boxen bzw. ist der Adventskalender relativ gleichzusetzen mit dem für uns Frauen halt, ne? Also ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, oh mein Gott, der ist mir viel zu teuer. Dachte ich erst, weil ich dachte, naja, es sind halt auch nur 12 Boxen oder so, ne? Aber naja, 38,99 €, ich weiß nicht. Es ist schwierig, das jetzt irgendwie so einstufen zu können, aber
Mir hat's gefallen. Ich fand beides cool. Ich hoffe, dass dir mein Video auch gefallen hat und du vielleicht ein bisschen Inspiration für dich mit rausnehmen konntest. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!